Hallo, ich bin Christoph Huber aus Hamburg, bin 36 Jahre alt und fahre seit 24 Jahren BMX. Nimmst du denn jetzt auf? Los, Effenberg! Ich hatte eigentlich 83 dann angefangen mit BMX-Radfahren, auch durch natürlich E.T. und auch die Kids, die man auf der Straße damals halt gesehen hat, die haben mich dann halt schon angefixt. 87 ging es dann eigentlich erst richtig los mit Freestyle, da habe ich dann auch schon in Hamburg gewohnt. Damals eigentlich nur Flatland gefahren, obwohl man damals natürlich irgendwie alles gefahren ist, aber viel zum Fahren, rampenmäßig gab es eh nicht. Und wie gesagt, 87 nach Hamburg gekommen, dort hatte ich dann das Glück, dass Wolfgang Amadeus Meininger hier wohnte. Damals schon begnadeter Flatlander. Ja, und das war eigentlich damals so mein Ziehvater-Person hier im Flatland. So Anfang der 90er fing es dann langsam mit Rampefahren an. Es hat sich dann szenemäßig auch mehr getan in Hamburg, dass irgendwie mehr Leute in Rampe oder Street gefahren sind. Große Auswahl gab es nicht. Wenn es irgendwo eine Rampe gab, die einen halben Meter hoch war und einen Meter breit, wow, wir haben einen Skatepark. Die Situation hatte sich dann eigentlich in Hamburg zu dem Zeitpunkt gebessert, als dann eben das E-Punkt Skateland aufgemacht wurde. Und E-Punkt Skateland war für mich dann schon eben die Trainingsstätte, wie man es damals genannt hat, wo ich auch richtig Rampe fahren gelernt habe. Und das war dann so die Zeit, wo es dann auch anfing mit den Dome-Contest, Dome-Mini-Ramp-Contest. Ja, und das war schon die Zeit, die mich am stärksten geprägt hat vom Fahrerischen her. Und wo ich, denke ich mal, auch am meisten gefahren bin. Rotation hatten Martin und ich eigentlich 93 angefangen. Eigentlich auch nicht wirklich mit einem Plan. Und die Idee war einfach, ja, wir wollen eigentlich auch mal Klamotten anziehen, wo wir sagen, ja, das ist eine BMX-Klamotte, warum sollen wir denn immer nur Skateboard-Klamotten anziehen? Ja, und so fing das an und dann hatten wir eben angefangen, T-Shirts zu bedrucken und die bei Contests eben versucht zu verkaufen. Anfang dachten alle, wir wären eine Heavy-Metal-Band. Kann ich auch verstehen, wenn ich das nochmal so mir angucke. War auch eine tolle Zeit. Am Ende war es eigentlich auch schon zu groß und auch zu stressig, dass das einfach auch zu viel war. Und nach 10 Jahren war es dann auch fast Zeit, was Neues zu machen. Ja, 96 war dann eben das Jahr, wo ich mich dann stark verletzt hatte bei einem Contest in Dortmund. Hatte ich mir im Kreuzbandriss und Seitenbandabriss zugezogen. Die Welt ist voller Kotze! Und das ist, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es war schon ein sehr einschneidender Zeitpunkt in meiner BMX-Karriere oder wie man es nennen mag, wo ich mich dann eigentlich vom Contestfahren auch oder vom Wettkampffahren, wie man es auch nennen möchte, zurückgezogen. Das ging ja dann auch danach mit der Reha auch alles gut und dann bin ich ja wieder gefahren nach circa 1,5 Jahren, aber dann hatte ich mir gleich nochmal einen Kreuzbandriss zugezogen. Und dann war es für mich so, ey, ja, das ist mir nicht mehr wert. Und dann bin ich eigentlich erstmal 2 oder 2,5 Jahre oder so nur Flatland gefahren. Ja, seit 2004 betreibe ich Unity BMX Distribution und meine eigene Firma Mankind Bike Company. Um bei Mankind anzufangen, war das für mich eigentlich schon immer ein Traum, eben meine eigene BMX-Firma zu machen. Und 2004 dachte ich mir dann, okay, jetzt ist es mal Zeit. Bei Mankind BMX war mir eigentlich von Anfang an, neben natürlich innovativen Produkten zu kreieren, auch wichtig, einen ganz speziellen Look eben rüberzubringen. Das war eigentlich das, worüber ich mir am längsten
Gedanken gemacht habe. Moin. Angefangen nebenher habe ich dann eben auch Unity BMX Distribution als Vertrieb, wo ich einige Firmen aus Amerika in Deutschland vertreibe. Snafu, DK, Standard, Shadow Conspiracy, Night Bikes und Automatic Bikes aus Lüneburg. Ja, das ist mein Job. Ja, sei brutal, Huber. Ja, wenn man so nach fast 25 Jahren BMX sich fragt, okay, warum fährt man noch BMX oder warum ist man sowieso so lange BMX gefahren? Das ist, auch wenn man da genau drüber nachdenkt, ist es sehr schwer, eigentlich da eine Antwort drauf zu finden. Früher war es halt eher eine Selbstverwirklichung, sag ich mal, so in den Teenagerjahren. Man will sich selbst verwirklichen, man will sich selber beweisen, was man kann, oder man will auch anderen Leuten beweisen, was man kann. Jetzt mit Mitte 35, muss ich sagen, macht es mir eigentlich fast noch mehr Spaß als am Anfang, weil man auch so, man kann viel ungezwungener rangehen und ich gehe einfach Radfahren und ohne jeglichen Druck. Manchmal denke ich mir um 7 Uhr abends, oh, im Büro sitze, denke ich mir, oh, jetzt noch BMX, ich bin so kaputt. Aber dann, wenn du dann noch in die Halle gehst oder rausgehst und Fahrrad fährst, fährst du halt eine Stunde und danach ist dein Kopf so freigeblasen, fühlt sich so gut. Und da gibt es nichts Tolleres. Du gehst da nach Hause und denkst dir, wow, ich bin nicht Fahrradfahren gegangen. Du fühlst dich so verdammt gut. Und dann weißt du, ey, deswegen fahre ich noch BMX. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man BMX fahren sollte. Und aus keinem anderen Grund.